Hallo und Halleluja, meine Lieben. Jetzt gibt es noch eine kleine Talkrunde. Und zwar wollte ich an meinem Buch weiterschreiben, aber ich kann heute irgendwie habe ich heute irgendwie habe ich keinen Bock. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es auch nicht. Und ich habe heute schon mit der Sonne geknutscht, wie ihr sehen könnt. Also ich wurde nicht nur von der Sonne geküsst, sondern ja, es war ein bisschen wilder. Aber hey. Um was geht's, ja? Ich wollte kurz nochmal über das Thema Grenzen setzen sprechen, weil es aktuell ganz, ganz wichtig ist, wie ich jetzt von allen Seiten auch mitbekomme, auch was die Mondkonstellation betrifft, wirklich das Thema Grenzen setzen, aufhören mit diesem People-Pleasing, wie man es auch so schön nennt. Wir müssen nicht denken, dass wir everybody's darling sein müssen. Wir müssen nicht von jedem gemocht werden. Wichtig ist, dass wir wirklich authentisch sind und dass wir auf unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse achten und eingehen und einander respektieren und wertschätzen. Und es ist so spannend, wie dieses Thema auch in meinem Leben ist. Ich hatte am Montag auch einen Raum auf Clubhouse, ja. Und das sind immer super gute Energien, ja. Also ich habe da, mich hat es eh also nicht gewundert, ne? Weil wir ziehen ja das an, was wir aussenden. Und es waren einfach immer super liebevolle Energien. Und so ist es auch auf meinem YouTube-Kanal. Also ich habe selten mal irgendwie einen echt blöden Kommentar. Weil ja alles auch den Ursprung in uns hat. Deswegen weiß ich, wüsste ich auch, wenn ich jetzt da irgendwie so riesen Shitstorm oder sowas bekomme, dann habe ich da noch was in mir, sonst würde ich es nicht bekommen. Jetzt war es so auf Clubhouse am Montag, dass da eine Person in den Raum betreten hat und dann so ein bisschen provozierend Fragen gestellt hat. Also ich habe nichts gegen Fragen stellen. Es war schon ein bisschen provokativ. Ich bin auch auf die Frage eingegangen und dann kam so als Antwort irgendwie, ja, also es war jetzt echt irgendwie ein bisschen, ja, zu viel geredet oder wieso, ich habe dich jetzt nicht nach einer Geschichte gefragt aus deinem Leben, sondern ich wollte einfach nur eine Antwort haben und du hast jetzt da irgendwie eine Geschichte erzählt, also du hättest jetzt auch schneller auf den Punkt kommen können. So hat sie mit mir geredet, ja. Und dann habe ich gesagt, sorry, so bin ich, nee, sorry, not. That's me. Ja, wenn man keine Geschichten hören möchte und wenn man eine Person braucht, die schnell auf den Punkt kommt, bin ich nicht die Richtige. Definitiv nicht. Nö. Never. Und ich erzähle einfach auch gerne Beispiele aus meinem Leben, weil ich möchte es einfach gerne machen. Punkt. Ja. Und so habe ich es ihr dann auch gesagt. Ich habe gesagt, und jedem, dem das nicht passt, so mein Verhalten in meinem Raum, der darf, steht die Tür offen. Ja, so ungefähr darf meinen Raum verlassen. Und dann war so ein bisschen eingeschnappt, glaube ich, aber ist auch gleich raus. Und es war so spannend, wie dann auch gleich wieder sich die Energie verändert hat in dem Raum. Ja, weil manchmal kommt eine Person in den Raum, das heißt jetzt digital oder auch wirklich im normalen Raum. Und bringt die ganze Energie irgendwie durcheinander oder bringt so schlechte Energie rein, ja. Und das Ding ist ja, ich bewerte niemanden, ja. Es kann jeder so sein und so sich verhalten, wie er möchte. Nur in meinen Räumen sieht es ein bisschen anders aus. Soll nicht heißen, dass nicht jemand eine andere Meinung haben darf, ja. Also um Gottes Willen, ja, jeder darf seine Meinung vertreten. Aber das Ding ist, dass wir wirklich lernen dürfen, Grenzen zu setzen. Wenn sie überschritten werden, dann einfach nochmal, auch eben verbal, kommunikativ. Und da werden wir auch geprüft von unserer Seele, vom Universum, dass wir das auch machen. Und deswegen werden uns auch solche Leute geschickt, nicht, dass wir Best Friends werden, ja, oder denken, oh, ich muss alles mit der Liebe lösen und ich muss immer zu jedem lieb und nett sein. Nee, manche möchte das gar nicht. Im Endeffekt, klar, jeder will Liebe. Ja, so auch die, die kommen und euch anpampen, die wollen im Endeffekt nur Liebe. Ja, nur ist nicht immer unsere Aufgabe, denen das zu geben, was sie wollen, ohne dass sie es vernünftig danach sprechen, danach fragen, sondern auch eben einfach mal Grenzen zu setzen. Und nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auf jeden eingehen. Muss ich gar nicht. Ja, wenn ich mal, wenn ich, also ich gehe gerne auf Menschen ein, ja, aber es ist so immer, es darf so ein gewisses Energieniveau sein. Ja, und
Wenn man sich mal versehentlich triggert, also wenn ich mal was sage, was jemanden triggert, mache ich das nicht bewusst, um jemanden zu provozieren, sondern weil ich einen Impuls geben möchte, um zu heilen. Ja, also ich würde niemals jemanden so verletzend triggern. Ihr wisst, was ich meine. Na, es gibt so Menschen, die einfach gerne provozieren und dann auch ja, andere gerne beleidigen oder angreifen persönlich. Und das ist jetzt nicht mein energetisch-emotionales Niveau, sage ich es einfach mal, was ich in meinen Räumen haben möchte. Weil man dann auch sofort merkt, wie man sich selber und auch die Anwesenden nicht öffnen können. Also danach, das war wieder so viel Liebe, so viel Öffnung, so viel Gefühl. Und wenn da aber ein Mensch in deinem Leben ist, in deinem Raum, sei es jetzt emotional oder auch so in deinem Umfeld, der irgendwie sagt so, was hast denn du schon wieder, oder hör auf zu labern, oder was, ne, dann so mit euch redet, dann verschließt man sich und dann kann man sich nicht öffnen. Und ich öffne ja Räume der Liebe, ne? Die Liebe redet auch mal Klartext, die Liebe setzt Grenzen. Das mache ich zum einen für mich, aber auch für euch, weil ich möchte, dass ihr in meinen Räumen euch, mit eurer Seele noch besser verbinden könnt. Und das geht nur dann, wenn Menschen anwesend sind, die alle die gleiche Intention haben. Und es ist so wichtig, auch wenn dann der andere verletzt ist oder eingeschnappt oder sagt, ja, ich wusste, du bist eine blöde Kuh, so ungefähr. Also ich, ne, sage jetzt einfach irgendwas. Oder ja, die Daniela ist gar nicht so spirituell, weil sonst wäre die doch immer in ihrer Liebe. Ja, Herzchen, ne? Du weißt, was Liebe ist. Liebe ist eben auch Grenzen setzen. Weil wenn wir das gelernt haben und auch machen im Leben, ja, dann ziehen wir irgendwann nur noch Menschen an, die liebevolle Intentionen haben, und die spiegeln uns dann die Liebe zurück. Ja, aber solange wir selber noch nicht ganz das Thema durchhaben, wie man sieht bei mir, ich vielleicht auch noch nicht so ganz, ja, wobei halt so die Energie schon echt gut ist bei mir in den Räumen. Aber trotzdem, ich sehe das dann immer so als kleine Aufgabe und als Herausforderung, und ich weiß dann intuitiv, was die Aufgabe ist. Und die Aufgabe ist eben nicht immer, Harmonie zu haben, ja, weil ich war lange genug toxisch harmoniesüchtig. Ja, ich wollte immer Harmonie haben, und das werde ich auch haben und habe ich auch überwiegend in meinem Leben. Aber das bekommen wir erst dann, wenn wir die Menschen in die Schranken weisen, die wir nicht in unserem Leben haben wollen. Und ich meine das nicht bewerten, das kann jeder sein, wie er will. Ja, manche verprügeln sich und denken, das ist Liebe. Es kann, wenn es den Leuten Spaß macht, hey, ja, wenn beide damit fein sind, okay, macht es. Ja, wenn Menschen sagen, dass sich anschreien ist Liebe, ja, dann schreit euch an. Nur bei mir, meine Vorstellung von Liebe ist eben ein bisschen eine andere. Ja, und deswegen ist in meinen Räumen und in meinem Leben alles voller Liebe und Respekt. Was aber eben nicht bedeutet, dass man sich die ganze Zeit nur den Hintern oder das Ego pampern muss und sagen muss, ja, wir sind in unserer Liebe und ich habe euch alle lieb, piep, piep. Nee, so rede ich ja auch nicht. Na, Liebe ist für mich wirklich auch Klartext zu reden, die Wahrheit zu kommunizieren, aber immer mit einem gewissen Niveau, mit einem gewissen Respekt und eben aus der Seele, aus der Liebe. Ja, deswegen das, was ich den Menschen sage, mache ich nicht aus dem Ego, um andere zu verletzen. Ja, solche Menschen gibt es auch, die andere bewusst verletzen wollen. Solche hatten wir genug in unserem Leben. Da verschließen wir uns nur. Ich habe für jeden Verständnis und Respekt, Liebe und Wertschätzung. Und wenn ich aber spüre, dass ich das nicht bekomme, dann ziehe ich Grenzen, ja, und das dürfen wir alle machen, ja, und deswegen schämt euch da auch nicht, bleibt bei euch, euren Gefühlen, euren Bedürfnissen, fühlt in euch hinein, wer und was euch gut tut. Und wenn euch jemand nicht gut tut, dann dürft ihr das auch so sagen. Und wenn es der andere nicht versteht, wenn es ihn verletzt oder er traurig wird, dann ist es die Wunde vom anderen und nicht eure. Ja, und das ist Liebe. Ja, weil Liebe beginnt bei uns, Liebe ist Selbstliebe,
Und Liebe ist nicht, sich gegenseitig den Hintern zu pampern und zu sagen, oh, du bist so toll und oh, wir sind alle so toll und wir sind alle Liebe. Nee, weil diese Art hat häufig eben die Menschen zu Opfern gemacht. Ja? Deswegen alle Spirituellen, die irgendwann gehängt, erschlagen, gekreuzigt oder sonst was wurden, waren gar nicht so spirituell, wie sie dachten. Weil wenn ich wirklich auf der Liebe schwinge, dann habe ich gelernt, meine Wut zu nutzen, um Grenzen zu setzen, und dann ziehe ich keine Gewalt und keine Wut mehr in mein Leben. Daran erkennt man Spiritualität. Und deswegen in seiner Essenz, jeder Mensch ist Liebe, jeder Mensch hungert nach Liebe, ja, aber nicht jeder hat gelernt, sich zu öffnen, es ist nicht jeder Mensch empathisch, manche Menschen maulen andere an und wollen aber eigentlich Liebe und haben nicht gelernt, vernünftig zu sprechen. Und auch diese Menschen sind in ihrer Essenz Liebe. Auch diese Menschen sind nicht böse. Aber, und das sage ich auch ganz deutlich, man muss nicht jeden Menschen eben in sein Leben einladen oder in seine Community. Ja? Und da derjenige, der, sage ich jetzt mal, die Party schmeißt, ja, der darf auch energetisch oder so, energetisch ziehen wir eh die Gäste an, ja, die zu uns passen. Und wenn sich mal jemand verirrt, dann kann man auch sagen, hier ist die Tür, du darfst gehen. Deswegen, egal ob in der digitalen Welt oder in der materiellen Welt, wir ziehen immer die Menschen an, die uns unseren emotionalen Zustand spiegeln. Ja, und deswegen, da ich mittlerweile schon, ich sag mal, sehr in meiner Selbstliebe bin, ich habe mir gerade gedacht, hätte ich ein bisschen besser machen können, aber hey, ich habe gerade noch ein bisschen getanzt. Warum auch immer, ne? Wenn ich nicht getanzt hätte, wäre das auch nicht besser, Daniela. Also jetzt keine Ausreden, ja. Deswegen, das wollte ich nochmal sagen, wirklich mit den Grenzen setzen und auch eben aus meinem Leben, ne, ich habe lange Zeit Wut auch gar nicht gefühlt. Ja, das war komplett weg, das Gefühl. Ich wollte es immer allen recht machen. Ich habe alles mit mir machen lassen. Ja, ich hatte Verständnis für jeden. Menschen sind auf mir rumgetrampelt, haben meine Gefühle mit Füßen getreten, ja, haben mich beleidigt und so weiter und so fort. Ja, also ich war lange Zeit das Opfer. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, ich muss nicht das Opfer sein und ich bin es auch nicht ab dem Moment, wo ich sage, so, ich bin jetzt der Schöpfer und ich lerne, Grenzen zu setzen. Ja? Und dann ist es auch irgendwann so, irgendwann ist es nicht mehr so eine schlimme Wut in dem Sinn, sondern man bekommt einfach den Impuls, Grenzen setzen. Ja? Und dann sage ich das bestimmt, aber liebevoll, aber doch direkt, ja. Und je nachdem, was eben in dem Menschen drin ist, kommt dann hoch. Und manchmal ist es alter Schmerz, ja, weil die Person vielleicht schon öfter abgelehnt wurde. Ist auch kein Wunder, wenn man sich so verhält. Und dann kommt natürlich alter Schmerz hoch und die Frage, wieso werde ich immer abgelehnt und so. Und das ist aber dann, sage ich mal, das Thema von dem Gegenüber, das selber zu lösen und in sich zu ändern. Und da dürfen jetzt Menschen, die auch übergriffig sind, waren oder andere anmaulen, ja, oder ihre Wut auf ihnen abladen, die dürfen jetzt lernen, mit ihrer Wut was anderes zu machen, als sie auf andere zu projizieren oder auf andere abzuladen. Weil Menschen wie wir waren Jahre oder Jahrzehnte lang Wutmülleimer, emotionale Mülleimer für andere, haben denen die Wut abgenommen, haben sie dann bei uns rumgetragen, mit uns rumgetragen. Diese Wut macht uns auch krank, ja, kann uns körperlich krank machen. Nicht nur die eigene unterdrückte Wut, sondern auch die Wut der anderen. Und jetzt ist wirklich an der Zeit, dass diese Menschen auch lernen, mit ihrer Wut was anderes zu machen, als sie auf empathischen Menschen abzulegen oder sie ihnen zu übergeben. Ja, da dürft ihr sagen, hier, nein, geh damit woanders hin. Bei mir bist du falsch mit deiner Wut. Ja, und deswegen, ich hatte wirklich lange Zeit wütende, auch teilweise gewalttätige Menschen in meinem Leben. Und als ich gelernt habe, Grenzen zu setzen, ja, über meine Gefühle zu reden, über meine Bedürfnisse zu sprechen und kein Problem mehr hatte, auch mal von jemandem nicht gemocht zu werden, ja,
Seitdem hat sich mein Leben wirklich verbessert und so erleichtert. Ja, und das könnt ihr auch bei Freundschaften machen. Wenn ihr keine Lust mehr auf jemanden habt oder jemanden zu treffen oder so, macht es nicht nur, weil ihr denkt, ihr müsst es tun. Ihr müsst gar nichts. Wenn ihr keine Lust habt oder nicht das Bedürfnis, dann müsst ihr es nicht machen. Ja, auch hier dürft ihr Grenzen setzen. Oder wenn ihr gerne die Wahrheit kommuniziert, aber Bekannte habt, die das nicht hören wollen. Da hatte ich auch mal so eine Freundin, die hat mir irgendwann dann tatsächlich gesagt, so ja, sie will jetzt ihren Partner heiraten, weil sie ist nicht mehr die Jüngste und sie möchte sich finanziell absichern. Und dann habe ich ihr gesagt, also du kannst machen, was du möchtest, ja, aber da muss ich jetzt einfach meine Meinung sagen. Für mich hat Ehe und Heiraten was mit Liebe zu tun. Du kannst doch nicht einfordern, dass dich derjenige heiratet, damit du finanziell abgesichert bist. Ja, also das ist doch, sollte da nicht Liebe im Spiel sein und nicht Angst? Und dann ist sie richtig wütend geworden und hat irgendwie gesagt, was ich mir rausnehme oder so. Und dann habe ich auch gesagt, hier muss ich gleich aufstoßen. Kommt sie dann wieder hoch. Dann habe ich auch gesagt, so Entschuldigung, aber dann ist für mich das hier an der Stelle einfach beendet, ja? Nicht, weil ich nicht respektiere, was du machst, sondern weil ich einfach ein ehrlicher Mensch bin und ich möchte auch ehrliche oder Menschen haben, die auch zu mir ehrlich sind und mit denen ich auch ehrlich sprechen kann und wo ich auch was dazu sagen darf. Und ich möchte nicht Menschen in meinem nahen Umfeld haben, die aus der Angst irgendwas machen und nicht in der Liebe sind. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich damals noch ein paar Leute hatte, die wirklich so, also wo ich mich nicht getraut habe, meine Wahrheit zu sprechen, weil ich wusste oder gespürt habe, okay, sonst dann explodieren mir die. Und diese Angst habe ich jetzt nicht mehr. Ja, weil, wie gesagt, es kann jeder heiraten und machen und lieben, wen er möchte. Ja, aber ich brauche solche Menschen, also jetzt nicht böse gemeint, aber ich möchte nicht Menschen, die aus der Angst heraus handeln in meinem nahen Umfeld, weil ich ein Mensch bin, der aus der Liebe agiert. Und das ist eine Frequenz, die auch viel höher schwingt als die Angst, logischerweise. Wenn man jetzt aber nicht lernt, Grenzen zu setzen und sich solche Menschen, sage ich jetzt mal, energetisch ans Bein bindet, ja, dann zieht einen das energetisch auch immer wieder runter. Ja, und es gibt so viele übergriffige Menschen, die so viel am Schimpfen sind und die so viel aus der Angst machen oder aus der Wut und über ihren Partner lästern und so. Und das ist einfach was, das möchte ich nicht in meinem Leben. Ja, man kann über jeden mal sprechen oder eine Meinung haben, aber wisst ihr, so dieses Gelästere oder Rumgeschimpfe, das bringt einen selber nicht weiter in der Entwicklung. Ja, oder aus der Angst zu heiraten, ja, oder solche Sachen. Oder andere bewusst zu provozieren, weil man sie verletzen möchte. Das wird es in meiner Welt nicht mehr geben. Da wird sich einander respektiert, gewertschätzt und geliebt. Ja, die Liebe hat keine Hierarchien. Die Liebe kann die Türen immer offen halten, ja, weil sie nur das anzieht, was auch mit ihr in Resonanz steht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da alle unsere Hausaufgaben machen, ja, und wirklich lernen, Grenzen zu setzen, weil wir dann das bekommen, was wir eigentlich wollen. Harmonie. Ja, Harmonie bekommen wir dann, wenn wir lernen, Grenzen zu setzen und Menschen auch zu verabschieden, die vielleicht auch tief im Herzen den gleichen Wunsch haben wie wir, aber die noch nicht gelernt haben oder noch nicht bereit sind, sich zu öffnen und verletzlich zu zeigen. Weil hinter Wut steckt ja eine Verletzung, auch eine emotionale Wunde. Wut ist immer Angst, genauso wie Schmerz Angst ist. Und es ist aber leichter, wütend zu sein, als sich verletzlich zu zeigen. Und deswegen sind Menschen, die wütend sind oder übergriffig, die sind tief im Herzen verletzt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, diese Menschen öffnen zu wollen und ihnen das zu erklären, sondern es darf der Mensch selber die Bereitschaft haben und auch sich öffnen und auch wirklich den Schmerz spüren und den Schmerz heilen, ja, der hinter der Wut auch steckt. Weil hinter Wut steckt immer Schmerz. Wenn wir verletzt wurden, ja, dann hat es uns verletzt und dann macht es uns irgendwann wütend. Und natürlich dürfen wir auch mal wütend sein, aber es ist wichtig,
diese Verletzung dahinter zu heilen, ja, der Schmerz, der hinter der Wut steckt, der möchte geheilt werden, der möchte gefühlt werden. Und dafür ist es wichtig, das Herz zu öffnen, weil sonst kann ich das nicht heilen, wenn ich es nicht nochmal fühle. Und deswegen jeder Mensch, der vielleicht lieber die Wut spürt, aber den Schmerz nicht spüren möchte, der kann nicht heilen, ja, weil der wird immer durch die Welt laufen und wird seine Wut zurückgespiegelt bekommen oder wird Menschen bewusst verletzen, weil er auch verletzt wurde und tief im Inneren verletzt ist. Aber eben die Heilung kann nur dann erfolgen, wenn man bereit ist, sich zu öffnen. Und wenn du aber Menschen in deinem Umfeld hast, die das nicht wollen, kannst du dich auch nicht öffnen oder nicht richtig öffnen. Deswegen ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen, auch zu sagen, hey, vielleicht möchtest du irgendwann später heilen, vielleicht aber auch nicht in diesem Leben. Es ist dein freier Wille, deine Wahl. Und wir können nur für uns sagen, dass wir heilen möchten. Und das geht eben am einfachsten in einem liebevollen Umfeld, wo man sich die Wahrheit sagt, ja, wo man aber immer respektvoll und liebevoll und aus der Intention der Liebe und Heilung und Wertschätzung einander begegnet und sich selber öffnet, sich selber verletzlich zeigt, sich selber menschlich zeigt, sich selber nicht immer perfekt zeigt, ja. Und darum geht es, authentisch sein, auch authentische Gefühle zeigen und auch sagen, dass jedes Gefühl wichtig ist und gut. Und genau, und wenn wir das alle machen, ja, dann ziehen wir nur noch die Liebe an, weil wir zur Liebe geworden sind. Und Liebe ist ein Magnet, genauso aber auch wie Angst ein Magnet ist und Wut und Schmerz, weil Wut und Schmerz aus der Angst entspringen. Ja, und deswegen, ganz, ganz wichtig, Grenzen setzen. Und gerade am Anfang ist es aber eben auch wichtig, nochmal auch Wut zu spüren, ja, wenn jemand eine Grenze überschreitet, weil du es dann zum einen aus dir erlösen kannst und weil du dann dieses Gefühl, weil dir das Gefühl sagt, hey, da überschreitet jemand deine Grenze. Ja, weiß den mal in die Schranken zurück. Und viele trauen sich nicht wütend zu sein, weil sie dann eine Verlustangst haben, ja, oder gemocht werden wollen, weil wir wollen ja alle geliebt werden, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen ja nicht gehasst oder gedisst oder sonst was werden. Nur diese Harmoniesucht gibt uns häufig nicht das, was wir eigentlich wollen. Weil wenn wir das wirklich wollen, ist es eben wichtig, Grenzen zu setzen, weil es nicht jeder Mensch möchte. Ja, und die, die es nicht wollen, die müssen wir nicht überzeugen davon, sondern die dürfen wir eben ihren Weg weitergehen. Ja, aber eben nicht mit uns. Deswegen bleib auch mit deinen Gefühlen immer bei dir. Ich wollte früher immer die Welt verändern. Ich wollte die Menschen verändern. Ich wollte allen helfen, bis ich echt festgestellt habe, Daniela hilft dir, verändere dich. Und dann verändern sich die Menschen, dein Umfeld verändert sich, du gibst den Menschen eine Inspiration, dass sie sich verändern. Und wer sich nicht verändern möchte, den darfst du auch einfach mal aus deinem Raum der Liebe verabschieden. Ja, und deswegen ist es wirklich ein Raum, den ich ja auch öffne. Und da kann man sich eben auch wirklich nur entfalten und mit seiner Seele verbinden, wenn Gleichgesinnte eben mit in diesem Raum sind. Ja, und dann verstärkt sich das Ganze noch. Und ja, das ist einfach fühlbar für jeden. Und deswegen liebe ich es ja auch, wenn ich auf Clubhouse bin oder auch wenn ich live bin, könnte ich auch mal wieder machen auf YouTube live, weil ich einfach die Energien von euch fühle. Ja, und das ist jetzt kein Geschleim oder so, weil die Liebe sagt die Wahrheit, aber ich fühle einfach die Energien von jedem. Und wenn einer dabei ist, der keine gute Energie hat, fühle ich das auch. Und ich meine nicht mit schlechter Energie, wenn es euch mal schlecht geht. Ich habe auch Tage, da geht es mir schlecht, aber das ist nicht eine schlechte Energie. Das verwechseln wir nur. Wir denken, wir müssen immer so tun, ha, mir geht's gut. Und dann haben wir eine gute Energie, aber das stimmt nicht. Das ist eure Grundschwingung. Ja? Und ihr habt alle schon eine gewisse Öffnung, sonst würdet ihr nicht mit mir in Resonanz stehen. Sonst würdet ihr sagen, ich habe hier einen an der Murmel oder so. Ne? Und deswegen, ihr habt alle wundervolle Energien. Ja? Und das spüre ich auch. Und das ist auch für mich wertvoll.
Ja, und das heißt jetzt nicht, wenn jemand mal schlechte Laune hat oder sagt, boah, Daniela, nee, das sehe ich jetzt anders als du, dass ihr Angst haben müsst, dass ich es persönlich nehme. Ihr wisst und fühlt genau, was ich meine, ja, weil wenn jemand wirklich bewusst andere verletzt oder triggert, ja, ist es einfach was anderes, als wenn ich jetzt sage, so, nee, Daniela, sehe ich jetzt anders oder m-m. Ja, also das ist völlig in Ordnung. Jeder darf und soll bitte schon immer seine Meinung haben. Ich mag es gar nicht, wenn man mir nach dem Mund redet. Überhaupt nicht. Ja, aber eben wirklich nicht. Also die Grundintention ist einfach wichtig. Ja, also wenn jemand bewusst andere verletzen möchte, ist er einfach nicht im richtigen Boot mit uns, meine Lieben. So könnte man sagen. Ja, so viel zum Thema Kurzfassen. Ne? Lasst euch auch nicht verbiegen, lasst euch nicht verändern von anderen, die irgendwie euch sagen sollen, wollen, wie ihr zu sein habt. Ja, seid so, wie ihr seid, sagt das, was ihr zu sagen habt und sagt nichts, wenn ihr keinen Bock habt, was zu sagen. Ja, und das ist das Wichtige. Und deswegen, so, das war's jetzt. Ich bin gespannt. Behaltet es vielleicht im Hinterkopf oder im Herzen, wenn ihr ins Leben geht, wenn euch Menschen begegnen, die euch vielleicht provozieren oder bewusst verletzen, dass ihr das denen vielleicht auch sagt, einfach über eure Gefühle sprecht. Und wenn es nicht geändert wird bei der anderen Person, dann einfach Grenzen setzt, weil wir eben das als Lernaufgabe haben. Deswegen nochmal kurz aus Seelensicht, wenn sich zwei Seelen begegnen, wo der eine den anderen triggert, dann ist nicht häufig das Ziel, dass die beiden sich versöhnen, ja, sondern das ist eben häufig eine Lernaufgabe, die dahinter steckt, dass der eine, der darf lernen, Grenzen zu setzen und der andere darf lernen, Grenzen zu respektieren und mit seiner Wut und seiner schlechten Laune woanders hinzugehen oder sich zu öffnen und verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, eigentlich müsste ich jetzt weinen, obwohl ich jetzt so wütend bin. Und da habe ich auch ein Video, das heißt Liebe und Kommunikation, alle wollen Liebe, aber keiner kann sagen. Verlinke ich euch. Und ja, in diesem Sinne, jetzt Amen over and out.